Hallo ihr Lieben, wie die meisten von euch bestimmt mitbekommen haben, ist der Kameramann vom Selbstversorger Rigotti verhaftet worden und sitzt jetzt im Gefängnis. Ich finde, er hat da nichts zu suchen, er muss da so schnell wie möglich raus. Er hat beim Selbstversorger Rigotti echt super Arbeit geleistet und da er dann nicht ins Gefängnis gehört, habe ich mir gedacht, backe ich ihm heute mal ein schönes Feilenbrot mit der Hauptzutat. Feile, dann 300 Gramm Dinkelvollkornmehl, 200 Gramm Roggenvollkornmehl, einen halben Würfel Hefe, 1,5 Teelöffel Salz und 300 Milliliter lauwarmes Wasser. Zuerst ölen wir mal die Kastenform mit ein bisschen Öl ein. Ich nehme hier ein bisschen Sonnenblumenöl und den Silikonpinsel. Ein bisschen Mehl. Na. Man sollte öffnen. Damit das Brot nachher leichter aus der Form zu lösen ist. Ein bisschen noch. Oh, war zu viel. Na egal. So. Vorbereitet. Ein bisschen mehr Mehl. Das Mehl einmal gut mischen. So, den halben Hefewürfel reinbröseln. Das Salz und die Flüssigkeit. Einmal meine Lieblingsbeschäftigung, einmal kneten. So, Pfeiler rein. So, Teig in die Form geben und ein Tuch. Ah. So, Tuch rüber und an einen warmen Ort für ca. 30 bis 45 Minuten einmal gehen lassen. Das Brot hatte jetzt gute 45 Minuten Zeit zum Gehen und wird jetzt bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen für 45 Minuten gebacken. Supi, das Brot ist jetzt fertig. Es ist jetzt ein bisschen erkaltet. Wir können es einmal stürzen. Und es hält wunderbar zusammen. Na gut, ist auch eine Feile drin. Ja, es geht nichts über frisch gebackenes Brot. Ja, das wird jetzt noch verpackt, geht dann zur Post. Und ich hoffe, die Post braucht nicht zu lange. Nicht, dass Günni sich noch an der harten Kruste die Zähne ausbeißen muss. Und ich hoffe auch, dass der Ausbruchversuch dann gelingt. Ja, das war ein kleines, kurzes Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und der Thomas sagt, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Versorger Rigotti verhaftet worden. Echt super Arbeit gemacht.
Wie kriegt die Kurve? Wie die meisten bestimmt von euch mitbekommen haben, ist der Kameramann von